Gigi clever. Aber trotzdem Quatsch. Trotzdem Quatsch, dass Ronaldo. Digga, wir müssen mal gleich einen Real Talk führen, okay? Real Talk, vielleicht mache ich das auch abends in Real Talk. Aber man muss dazu sagen, dass, ob man es, wie man es dreht und wendet, der Mann hat halt Schwierigkeiten, glaube ich, eine Frau zu finden, die er zu 100% vertrauen kann, weil jeder von uns würde dann wahrscheinlich sagen, das, was ich die ganze Zeit sage, dass sie wegen Geld da ist. Das stimmt. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass er halt Cristiano Ronaldo ist und dass es nicht so einfach ist, jemanden zu finden, wo er vielleicht zu 100% da mäßig vertrauen kann. Ist nicht so einfach. Der hätte sie vielleicht in der Kreisliga C kennenlernen sollen. Aber so ist es immer schwierig, sowas, meiner Meinung nach. CR7 soll einfach 10.000 FIFA-Points pro Monat geben und er kann alles machen, was er will mit mir. Ja, das ist es halt. Das kann er bei vielen Menschen auf der Welt machen. Sie ist aber geil. Das hast du sehr gut geschrieben, auf jeden Fall. Das hast du auf jeden Fall sehr nice geschrieben. Ja, also, ich bin da so... Und dann macht er das, Cristiano, ehrlich, lass dich doch dann nicht über den Tisch ziehen. Weißt du, was der, weiß ich nicht, Cristiano. Und da kommentiert ihr nicht mal, muriertos parentes, mi amor. Muitos palabras, mi amor. Aber wisst ihr, was ich cool finde bei der Serie? Dass man so eine andere Seite von Krisch, der redet da voll verliebt. Er sagt so, ich habe mich in sie verliebt und ich liebe sie über alles und weiß ich nicht was. Der ist verliebt, der Mann. Der ist eine verliebte Nudel. Guckt ihn euch an. Und der hat richtig süße Kinder. Und dann flext die da so. Das hat mich so krass abgefuckt. Guck mal, sie hat D-Follows bekommen nach der Serie. Ich habe es gewusst. Ich schwör's euch. Digga, das muss ich kurz klippen. Ich schwör's euch, ich hab's gewusst. Das ist so, ey, Chat, ihr müsst euch das angucken, wie abgehoben die da ist, ne? Ihr müsst euch das angucken. Ihr müsst euch das angucken. Wirklich, es ist unglaublich. Die kam vorgestern raus oder so. Warte. Und ich dachte mir, Digga, haben die sich das nicht angeguckt vorher? Die redet so, als wenn sie die krasseste der Welt wäre. Ich schwör's euch. Das ist kein Joke. Hier, warte, ich habe sogar heute das in meine Story gemacht. Also das ist aber schon länger her, halt die Serie, ne? Warte, warte, warte. Nein, Siro, nein, du gib mir... Digga, da bin ich jetzt mal gespannt. Die hat eine eigene, einen eigenen Film bekommen, oder was? Weil sie mit Ronaldo Flöten spielen geht. Ich habe Millionen. Warum denn wohl? Meine Presse. Und sowas kommt die ganze Zeit, ich schwöre. Was kann sie eigentlich? Die kann Flöten spielen, höchstwahrscheinlich. Ziemlich gut, auch anscheinend. Aber, ja. Das ist es. Also ich bin nicht der Einzige, der das denkt. Safe nicht. Das ist krass gewesen. Ich hab's mir angeguckt, wirklich, weil ich wollte wissen, was sie sagt. Wieso Minus verloren? Weil Georgina Rodriguez... Also ich weiß nicht, wer ihr Management ist, aber was die Frau da veranstaltet hat, kannst du niemandem erzählen. Die hat eine eigene Serie bekommen, sie hatte 32 Millionen Follower bis zur Serie. Guckt euch meine Insta-Stories an. Digga, dann haut die sich da vor die Kamera und sagt, oh, ich habe 32 Millionen Follower und ich habe eine beste Freundin, die ruft mich immer an, weil ich gar nicht mehr weiß, wie viele Klamotten ich habe. Und sie ist wie mein zweiter Kleiderschrank. Und früher konnte ich mir die Taschen nicht kaufen und heutzutage kaufe... Nee, früher habe ich die Taschen selbst verkauft und heute kaufe ich sie mir selber. Hahaha. Das hat sie alles innerhalb 90 Minuten gesagt. Ich bin bei Folge 2. Ich wäre ihr schon 15 Mal entfolgt. So dumm. Digga, die hat ihr ganze... Die hat ihre ganz... Also... Vorher wusste man, das kann ihr scheißegal sein. Die Frau ist wieder nachher an der Flöte bei Krisch, ist okay, geht dann irgendwo hin zu Prada und zieht da ihre Kreditkarte wie sonst was durch den Schlitz. Das kann der egal sein. Aber was die nicht verstanden hat, ist, wie man sich anscheinend vor einer Kamera gibt. Das ist so Quatsch. Ich saß davor und ich habe die Welt nicht verstanden. Ne? Ich konnte es nicht glauben. Und Ronaldo, Real Talk, er wird ausgenutzt. Ronaldo ist, ihr seid da draußen nicht alleine, Chat. Ihr seid da draußen nicht alleine für alle die, die auch mal ausgenutzt werden. Selbst ein Cristiano Ronaldo wird ausgenutzt. Und da bin ich mir zu 100% sicher. So wie die Frau tickt, ihr müsst euch die Folge angucken. Ihr müsst euch die Serie angucken. Wow. Wow, wow, wow. Aber ich glaube, Ronaldo juckt es nicht, weil der da...
der steckt halt einen weg, ne? Aber trotzdem, das ist halt, weiß ich nicht, der kann ja zu jeder hingehen. Der kann ja zu sagen, hier, ich bin Cristiano. Wie sieht's aus? Das reicht schon. Ich glaube wirklich, er kann hingehen und sagen, hallo, ich bin Cristiano. Mehr reicht, mehr ist es nicht. Die Frau ist die, das ist also Kurzform, sie ist sehr, sehr unsympathisch und sehr arrogant und denkt, sie wäre richtig krass und die Leute würden sich für sie interessieren und nicht für Cristiano Ronaldo. Das denkt sie halt wirklich und sie ist übelst arrogant. Wie es in den ersten Folgen rüberkommt, ne? Nur was ich so sehe und das hätte ich nicht gedacht. Also sie ist so, sie verkörpert das, wovor jeder reiche Mann, glaube ich, Angst hat und zwar, dass man ausgenutzt wird und sie dann so, die ihr müsst, das hört sich übelst gemein an, ne? Tut mir auch leid an Krisch. Eigentlich rede ich nicht so von Brüdern über die Freundinnen. Du bist nämlich mein Bruder Krisch. Aber es ist Quatsch, Digga. Schick die Frau in die Wüste. Weiß ich nicht.